Frank Buschmann. Ja, wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und das ist ganz gut, dass wir hier unter dem Tribünendach sitzen, denn es schüttet wie aus Kübeln. Und ich habe so die Befürchtung, Moni, da könnte das Spiel drunter leiden. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt erstmal nur abgewehrt. Selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Glitschig, da kann sowas passieren. Der Schiri gibt klare Signale, er zeigt direkt gelb. Ja, für mich ist das genau die richtige Strategie. So hat er von Beginn an alles im Griff. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Der geht neben das Tor. Lewandowski. Thiago. Das hinter die Latte, mein lieber Mann. Peter attackiert. Ballbesitz für Bayern München. Lewandowski. Der FC Bayern hat natürlich auch seine Neider in der Fußball-Bundesliga. Solche Rivalitäten liefern immer gute Storys. Wer sportlich erfolgreich ist, der wird eben auch angefeindet. Ich glaube, das ist normal. Ich erinnere mich immer gern an die Titelzweikämpfe auf Augenhöhe. Mit Borussia Mönchengladbach, mit dem HSV, Bayer Leverkusen und in letzter Zeit zum Beispiel mit Borussia Dortmund. Ja, es gibt einen Wurf. Philipp Lahm. Robben. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Mit der Entscheidung müssen Sie leben. Die war korrekt. Foulspiel, Freistoß gegen den FC Bayern. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Castro. Er hat den Ball sofort verarbeitet und er trifft. Also ob sie da innerlich noch auf dem Platz waren, Frank?
Nee, irgendwie wirkt das schon hier, als hätten sie abgeschaltet. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wehtut kurz vor der Pause. Auf eine Überraschung wurde vergebens spekuliert. Der FC Bayern München liegt vor. Mit der Nummer 10, Arjen Robben. Was will mir ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie herzlich bitten, Ihren Abfang nach so, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben Sie einen Freifahrtschein. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Oh, das war ein Foul. Und er hat schon gelb. Und jetzt gibt er die rote Karte. Und das völlig zu Recht nach dieser Aktion. Balleroberung im Mittelfeld. Kann den Pass nicht verarbeiten. Ballverlust. Wunderbar herausgespielt. Einwurf. Das könnte ein Problem werden. Jetzt hat er die gelbe Karte. Ja, und wenn er wirklich runter müsste, und das deutet sich hier so ein klein wenig an, wenn es so weiterläuft, dann täte das mal richtig weh. Guck mal hin! Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Ja, und es ist natürlich eine Augenweide, wenn man Arjen Robben hier zuschaut, und wie er das macht. Alle, aber wirklich alle, dupiert. Das macht er richtig gut vor diesem Tor. Ein Versuch der Balleroberung. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Den hat er nicht voll getroffen und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Toll, wie er das macht und ups, da hat nicht viel gefehlt. Lewandowski. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ein verzogener Ball. Ja, aber so kannst du das Ding auch nicht verwerten. Ach, das war eine Riesenchance hier. Das können wir uns noch mal anschauen. Alleine vor dem gegnerischen Torhüter. Ja, den muss man dann machen.
Fuß zu zielen, das ist schon verdammt schwer. Lange ist nicht mehr zu spielen. Die Fans des deutschen Rekordmeisters stimmen sich schon mal auf die Siegesfeierlichkeiten ein. Der FC Bayern München gibt hier eine richtig gute Vorstellung ab. Das muss einen Sieg geben. Jetzt eine gute Flanke. Jetzt ist er vorbei. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Robben. Großer Erfolg für den FC Bayern. Die Münchner gewinnen dieses Spiel.